Nach dem Ausbruch des Coronavirus in Berlin spitzt sich die Lage weiter zu. 70 Menschen sind in mehreren Gebäudekomplexen in Neukölln mittlerweile mit SARS-CoV-2 infiziert. Der höchste Anstieg, seitdem die Corona-Maßnahmen in Deutschland gelockert worden sind. Die Behörden reagierten umgehend. 369 Haushalte stehen unter Quarantäne. Der Bürgermeister von Neukölln, Martin Hiekel, sagte: Das Besondere dabei ist, dass es so wahnsinnig schnell ging. Wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit festgestellt, dass ganze Wohnblöcke betroffen sind und dass wir die jetzt faktisch strukturell durchgehen mussten und unter Quarantäne setzen mussten. Was auch neu ist und was besonders ist, dass die Wohnverhältnisse extrem eng sind und dass es eben nicht leicht ist, mit 8 Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sich aus dem Weg zu gehen oder auch 2 Wochen lang nur aufeinander zu hocken. Im westfälischen Reda-Wiedenbrück hat es erneut einen Ausbruch in einer Großschlachterei gegeben. 400 Mitarbeiter sollen infiziert sein, mindestens, denn die Tests sind noch nicht alle analysiert. Die Furcht geht um vor einer erneuten Welle. Ganz Europa ist zwar in einer sehr privilegierten Lage, allerdings dürfen wir das nicht als selbstverständlich hinnehmen und leichtsinnig werden, denn es besteht das große Risiko, dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommt. Das Coronavirus ist immer noch im Umlauf, es verbreitet sich weiter. Der Anstieg gilt als Feuerprobe für die neue Corona-App, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Sie ist auf freiwilliger Basis. Fast 7 Millionen Menschen in Deutschland haben die App in den ersten 24 Stunden heruntergeladen.